So, und damit hallo und herzlich willkommen bei mir auf meinem kleinen Kanal. Ich habe überlegt, mal wieder ein spontanes Strömerchen zu machen. Und dann schauen wir einfach mal, was wir heute machen werden. Hier sieht es ein bisschen aus wie bei Hempels, aber das ist so beabsichtigt. Eigentlich nicht. Also hier steht früher mal ein Berg, den haben wir letztens abgetragen, weil ich Platz brauche, um da hinten ein Haus zu bauen. Wie gesagt, hier sieht es ein bisschen aus wie Sau. Vieles davon ist auch rein experimentell, wo wir versucht haben, hier uns mit dem ganzen Technikgedöns ein bisschen auseinanderzusetzen. Naja, müssen wir mal schauen. Hier werden Enderperlen gefarmt. Nur die Baumfarm, die macht mir irgendwie Kopfzerbrechen. Die will nicht so, wie sie es soll. Also die Baumfahren an sich funktioniert, aber die Düngemaschine aus irgendeinem Grund nicht. Wahrscheinlich ein Fehler in der Mod oder ich weiß es nicht. Wie gesagt, das hier funktioniert alles. Aber es wird nicht gedüngt. Das finde ich sehr schade. Wir haben hier ein kleines ME-System mittlerweile. Ich bin weggegangen von, wer die alte Version von meinem Life in the Woods kennt, hatten wir ein furchtbares Drohrlager. Seit einiger Zeit haben wir ein ME-System. Ist auch schon ziemlich vollgelaufen, jetzt wie ihr seht. Hier rein. Die Quelle funktioniert offenbar nicht, muss ich mal schauen. Ich weiß nicht, was deren Problem ist. Die scannt zwar immer, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die meint nicht richtig. Dann müssen wir mal schauen, wie es dann eventuell läuft. Die letzte Query hat einmal frei funktioniert. Ich weiß jetzt wirklich nicht genau, woran es liegt. Also das Feld, was wir beabsichtigen zu meinen, ist eigentlich nicht sehr groß. Es geht von da hinten nach da und von hier nach hier halt. Wie gesagt, keine Ahnung, warum das nicht so funktioniert. Ich muss mal schauen, wo war es dann? So machen. Hier runter. Bald stehen brauche ich. Irgendwo hier müsste doch noch der Wegweiser stehen, glaube ich. Da. So. Die letzte Query war hier, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Wie ihr seht, hier hat die Arme frei funktioniert, hat hier alles umgewandelt. Und deswegen kann ich nicht ganz verstehen, warum die neue nicht geht. Wir bräuchten nämlich noch einiges an Erze. So. Nehmen wir hier mal noch die Folge raus. Ich habe keine Kugeln mehr. Nehmen wir uns auch mal welche mit. Dich brauche ich auch nicht, ich auch nicht. Und dich eigentlich auch nicht. Also was ich euch zeigen wollte, ist die zukünftige Energieversorgung noch. Hier habe ich ein bisschen gespielt mit Floodlights. Wie ich die am besten so gestalte, dass ich die von Reaktorraum auch steuern kann. So, hier hinten wird der Kontrollraum reinkommen. Hier ist alles hier. Das war ein Scheißakt, das alles hier zu buddeln. Da hatte ich nämlich noch keinen Infiniminer. Und das heißt, ich habe alles mit Spitzhacken aus der Erde rausgekratzt. Das war ein ziemliches Gedöns.
Aber das ist ja zum Glück jetzt nicht mehr so. Sind bei Tinkers auch einiges weitergekommen. Hier sind wir unten direkt schon bis zum Ende. Also tiefer können wir hier nicht. Und hier bin ich eigentlich zurzeit gerade dabei, noch ein bisschen in Erze rumzufummeln. Also versuchen, welche zu finden. Irgendwie sagt, weil wir noch einen Haufen Erze brauchen werden. Wobei letzterem brauche ich jetzt eigentlich nicht. Also davon haben wir mehr als genug. Mittlerweile. Wovon wir relativ wenig haben, ist Gold. Eisen haben wir auch massig. Aber eben wie gesagt, Gold überhaupt nicht viel. Da haben wir jetzt sogar schon eine Erzverdopplungsmaschine gebaut. Sprich also die Erze, die wir finden, egal welche. Bis auf das eine, das lässt sich nicht irgendwie pulverisieren. Also wird zuerst alles pulverisiert, dann zu Barren gegossen, so dass wir halt aus einem Erz zwei Barren bekommen. Das ist nur wieder hier Treibstoff. Und dahinter mal wieder Lava. Also Lava ist hier ganz gefährlich. Überall, wo ich langkomme, ist Lava. Da bin ich jetzt schon ein paar Mal gestorben, weil ich mich selber eingebuddelt habe. Also ist eingebuddelt, also falsch gebuddelt habe. Hi Kara. Eine Maschine, die aus Energie Erze erzeugt. Okay. Will ich mal wissen, wie das funktioniert. Das will ich nämlich auch können. Also will ich natürlich auch wissen, wie das funktioniert. Ich weiß nicht genau, warum ich immer noch Redstone aus dem Dings rauszimmer, weil Redstone haben wir mehr als genug. Wahrscheinlich eine Angewohnheit von mir. Ich bräuchte so einen Taschenfilter, der Gabbro Pflasterstein und so ein Scheiß automatisch nicht in den Taschen packt, sondern gleich zerstört, weil ich bin wirklich nur auf die Erze scharf und halt Kohle und so ein Gedöns, weil die brauche ich für die Sterling Engines, über die die Quarry läuft. Alles andere ist für mich eigentlich nicht von Belang. Wenn du mir mal sagst, wie die Maschine heißt, dann kann ich mich auch noch mal schlau machen. Oh, Dios. Was ich auch noch machen möchte, ist ein Dings bauen. Da ist noch mehr. Na, hilf mal schnell. Villager Farm. Für Smaragd getauschen. Ich habe letztens irgendwo bei wem, ich weiß nicht mehr wer es war, war es Debitor, mitbekommen, man kann auch eine Maschine bauen oder ein Item, die dann automatisch bei den Villagern irgendwie Smaragd getauscht. Das würde mich auch mal interessieren. Weil jedes Mal in irgendein Dorf rein zu wuseln und zu schauen, dass man wieder irgendwas findet zum Tauschen, finde ich auf Dauer ziemlich ermüdend. Ich bin ein Freund von Automatisierung im großen Stil. Aber es gibt Sachen, die mache ich immer noch ganz gern per Hand. Und zum Beispiel mich hier durchs Gestein buddeln. Das macht mir nach wie vor immer noch einen Haufen Spaß.
Wahrscheinlichkeit war es unklug, die Fackel zu setzen, wenn ich sie danach gleich wieder wegreiß. Aber scheiß drauf. Ich habe übrigens wieder, ich weiß nicht genau wie viel, ich glaube 30. Oh, Wasser. Ich glaube, ich habe wieder 30 Level in den Obelisken reingetackert, weil du gemeint hast, du musst doch irgendwas verzaubern. Und das ist auch ein Grund, warum ich gerne puddel, weil. Ja. Weil ich letztens auf irgendeinem anderen Kanal war, das gesehen habe, es gibt. Man kann sich eine XP-Farm bauen, die, wenn man zum Beispiel bei einer Enderman. Ja, du bist ja auch eine Frau. Lava. Nee, Schmarrn, Spaß beiseite. Eine Enderman-Farm, was zwei Vorteile hat: natürlich einmal für die Enderperlen und zum anderen dann natürlich auch. XP, wenn sie umgelegt werden. Der hat dann eine Maschine gebaut, ich weiß allerdings nicht mehr, wie der geheißen hat. Ich auf YouTube gesehen, weil ich mich in letzter Zeit halt mit diesem ganzen Automatisierungskram so beschäftige. Und da habe ich mir auch einiges angeschaut wegen den ME-Kabeln, für die zum Beispiel automatische Chip-Herstellung, für die ganzen Maschinen von mein Factory braucht mir überall ja diese Chips, die ich hier besitze, immer alle, das hätte ich beinahe gesagt, mühsam per Hand gemacht, was ja nicht wahr ist, das ist ja nicht viel Aufwand, die zu machen. Aber da habe ich gesehen, der hat eine Maschine gebaut, die die Chips eben auch automatisiert herstellt. Und, ups, falsch, die Tasche brauche ich. Und das würde mich natürlich auch interessieren, das werde ich die nächsten Tage auch mal austesten, wie das funktioniert. Ich habe mir den Aufbau angeschaut, glaube ich auch kapiert, aber ich habe es eben noch nicht mit den ME-Kabeln und man braucht Controller und Prozessoren und hast du nicht gesehen, Q-Prozessoren und Steuereinheiten und schlag mich tot. Sah also eigentlich nicht sehr aufwendig aus, wie er das gebaut hat. Aber wenn man von sowas keine Ahnung hat, das ist. Ja, man kommt dazu wie die Jungfrau zum Kinde. Irgendwie funktioniert es, aber man weiß nicht genau warum. Und ich will natürlich schon wissen, warum irgendwas wie funktioniert. Damit ich es auch nachbauen kann. Da kommt später was, aber habe ich mich getäuscht. Gib her das Zeug, das ist meins. Als ich vor einiger Zeit, das war privat, weil ich eben da auch so eine Testwelt habe, wo ich alles Mögliche mal ausprobiere. Hatte ich vergessen, dass ich, weil es natürlich für eine Testwelt einfacher ist, wenn ich mir das Zeug cheate, hatte ich vergessen, dass ich im falschen Game Mode war und ja, hab mal so ganz spontan mit dem Infiminer hier drauf gezimmert und natürlich geht's volle Kanne durch und ich bin ins Void gefallen und natürlich relativ schnell verreckt, weil ich dann immer, weiß nicht, ich bin immer ein bisschen bescheuert, ich werde hektisch und versuche dann irgendwas einzugeben, zum Beispiel Blei oder ähnliches, und dann gebe ich das Falsche ein und dann bin ich, bis ich dann das eingeben habe, dann trotzdem verreckt. Ich sehe nichts, ihr wahrscheinlich auch nicht. Wobei, ich muss, mach mal kurz was, weil hier unten brauchen wir sowieso
Brauchen wir sie eh nicht. Ich mache hier unten einfach mal die Scheide aus, dann ist es sowieso für euch auch von vornherein ein bisschen heller. Wie gesagt, ein bisschen, nicht viel, aber das ist schon, also grafisch ein gewaltiger Unterschied. Ich bin schon wieder hungrig, mein Gott. Deshalb. Warum machst du jetzt die Tasche auf? So. Da haben wir doch wieder schön Aluminium. Sehen wir natürlich auch mit. Alu brauchst du ja, glaube ich, für das Tinkers-Zeug, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Tasche ist schon wieder voll. Ich sollte hier unten einfach mal ein Ding setzen. Ja. Das wird, glaube ich, einfacher. Wie nenne ich das denn hier? Ne, ist einfach so unterm Reaktor. Schmeißen mal das meiste Gedöns hier.